Straight. Straight. Für alle, die Frauen lieben. Hallo. Wir sind Sonja und Feli. Wie Ernie und Bert, haben wir vorher mal überlegt, nur in lesbisch. I'm like so gay, dude. Bei Ernie und Bert sagt man immer, die sind schwul, weil man weiß es gar nicht. Wir sind nicht zusammen. Nee, wir sind nicht zusammen, nur befreundet und hatten auch nie was miteinander. Was ja selten ist in Lesbenhausen, wie ich gehört habe. Wir kennen uns seit 14 Jahren, haben zusammen beim Radio gearbeitet und alles, was im Radio keinen Platz hat, besprechen wir hier mit euch. Straight. Es geht um die Liebe. Wo lernt man jemanden kennen? Facebook. Was glaubt ihr, wo lernen sich Frauen kennen, die Frauen mögen? Das ist schwer. Wahrscheinlich extrem vorurteilsbedingt. Vielleicht im Literatencafé. Wo? Literatencafé. Also das ist so ein, wo man Bücher liest und Tee trinkt eher. Interessant. Welche Literatur liest man da so? Natur. Bücher. Straight. Britta hat einen Freund, mit dem war sie schon seit 11 Jahren zusammen. Und sie wollten mal einen Dreier machen, natürlich mit einer Frau. Und wen haben sie gefragt? Dich. Ja, da kann ich mich ja wiederum gut erinnern. Wir haben deinen Geburtstag in einer Karaoke-Bar in Berlin gefeiert. Plötzlich dann von der Seite, du, wir würden dich gerne was fragen. Ich so, ja, was denn? Wie spät ist es eigentlich und möchtest du einen Dreier mit uns? Genau, so in der Art war das. Hast du Bock auf einen Dreier heute Nacht? Ich kam da ja gerade aus dem Schwarzwald, ja. Also es ist nicht so, als wäre ich da in Berlin schon einmal durch den Wolf durchgegangen. Ich so, wie bitte? Ja, wir finden dich beide gut und wir würden gerne mit dir einen Dreier haben. Straight. Wir reden ja heute drüber über das Thema Sex oder was wir so nennen. Also da schwingt ja schon mit, dass manche den Sex zwischen zwei Frauen nicht so als richtigen Sex ansehen. Naja, das ist wahrscheinlich eher noch die ganz alte Vorstellung, die Ideologie, dass Sex zwischen Mann und Frau zu sein hat und da ja dann auch eher Schwanz und Möse zusammenkommen müssen. Die Varianten sind da ja auch nicht so groß. Straight. Mit Ja haben gestimmt 393. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Ich tue mich schwer damit. Viele Leute waren sich ja eh auch gar nicht bewusst, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe. Das ist jetzt gleichgestellt und jetzt, glaube ich, muss man es auch mit Leben füllen und die Leute müssen Homosexualität da draußen auch erleben können. People should be treated equally, regardless of who they are or who they love. Yippie, yay, gay. Yippie, yay, gay. Yippie, yay, gay. Straight. Straight. Für alle, die Frauen lieben.